Okay, dann danke fürs Kommen und wir... Das erste Spiel der Doppelveranstaltung im Ernst-Happel-Stadion, Admira-Wacker Rapid. Innsbruck gegen Sportclub. Und der große Schlager Austria gegen Salzburg ebenfalls im Stadion. Eine Torparade von St. Pölten gegen Steyr und aus dem mittleren Playoff Lass gegen Favoriten AC. Herzlich willkommen bei unserer Sendung Fußball. Sie sehen es heute aus einer etwas anderen Kulisse, nämlich hier im Ernst-Happel-Stadion sind wir heute live auf Sendung. Es gab heute eine große Doppelveranstaltung hier im Wiener Stadion, also im Ernst-Happel-Stadion. Und eines kann ich Ihnen versprechen, wir haben sehr viele interessante Szenen und sehr viel Diskussionsstoff anzubieten. Das erste Spiel dieser Doppelveranstaltung hieß Admira Wacker gegen Rapid, ein Spiel mit sehr viel Brisanz und einer, bei dem man gerechnet hat, dass er eigentlich dabei sein wird, nämlich Franz Weber. Der konnte nicht spielen, er zog sich gestern eine schwere Knöchelverletzung zu, war heute mit Gips im Stadion und saß nur auf der Betreuerbank. Ja, und an seiner Stelle spielt Jovanovic, er spielt Manndecker und zwar auf Ernst Okris. Der zweite Manndecker bei Rapid ist Hatz und der Libero, den haben Sie jetzt gesehen, das ist Robert Petzler. Das ist Lung, der Schwede, und ein guter Schuss zu Beginn. Beide Mannschaften fühlen sich ja noch als Titelanwärter, beide spielen aber von Beginn an nicht so, als wären sie solche. Wenig Tempo und sehr viel Unsicherheit am Ball. Nicht bei Kübauer. Kübauer ist das Um und Auf von Rapid. Abgewehrt von Messländer. Eckball für Rapid. Und eine Möglichkeit für Fjordtoft. Fjordtoft, eine der Sturmspitzen von Rapid, die zweite ist Rodax. Auf Fjordtoft spielt Uwe Müller und Rodax wird von Tötzl gedeckt. Wie gesagt, wenig Tempo, der schnellste ist noch Rodax. Rollt den Ball hier am Tor von Knaller vorbei. Rund 11.000 Zuschauer im Wiener Stadion, die Bodenverhältnisse gut. Man hat schon beim Länderspiel gemerkt, eine Ecke ist etwas tief und dort springt der Ball auch nicht richtig. Hier Sitzfußball, dann Brauleder und ein Kopfball von Fjordtoft, aber er hat den Ball zu hoch am Kopf bekommen und hat ihn nicht mehr kontrollieren können. Ziege Held, der Trainer von Admira Wacker, kann am Anfang zufrieden sein mit seiner Mannschaft. Ein ausgeglichenes Spiel. Hier hat einmal Konsul Mühe bei einem Schuss von Glatzmeier. Glatzmeier braun gebrannt von der Amerika-Tournee. Das ist Otto Baric, er wartet auf das Hauptspiel sozusagen. Immer wieder ist es Kübauer, der alle Freiheiten im Mittelfeld von Rapid hat. Kübauer und gut abgewehrt von Wolfgang Knaller. Kübauer schließt an seine gute Form an, die er im Länderspiel gegen Griechenland gezeigt hat. Weiter Einwurf hier von Artner. Möglichkeit für Ogris und kommt. Weitergeleitet wurde der Ball von Marschall. Hier haben Sie Ernst Okris. Bedankt sich auch bei Marschall. Und Sie sehen hier warum. Marschall verlängert. Und Ernst Okris. Immer wieder wird Kübauer gesucht, er verteilt die Bälle auch gut. Hier für Fjordtoft aufgelegt und der hat es Wolle versucht, hat den Ball aber nicht reingetroffen. Es gibt viele Torchancen, aber sie werden gleichsam nicht erzwungen. Foul an Rodax, und
Zwar von Glatzmeier, Schiedsrichter lässt weiterspielen, Schiedsrichter Sedacek und Rodax ist empört. Wieder Ogris und wieder Konsel. Michael Konsel sehr sicher im Tor von Rapid. Und da kündigt sich ein Tausch an, und zwar Messländer geht mit einer Zerrung aus dem Spiel, der Libero von Admira Wacker. An seiner Stelle kommt Graf. Und Uwe Müller spielt fortan Libero bei Admira Wacker. Schöner Doppelpass, Kübauer. Wunderschöner Doppelpass mit Rodax. Lieber hätte hier Wert auf den Ball gehabt, der hatte es Kübauer jetzt gezeigt. Noch einmal das schöne Doppelpassspiel. Kübauer. Wieder Glatzmeier. Ljung. Und Konsel. Reflexstark der Tormann von Rapid. Beide Mannschaften mit verstärktem Mittelfeld, beide mit 5 Mann im Mittelfeld. 2 davon haben sie gesehen jetzt, Glatzmeier von Admira Wacker und Medlicki. Letzte Minute vor der Pause, Medlicki, Knaller abgeprallt, keiner war da und deshalb Pausenstand im Ernst-Happel-Stadion. 0:0 zwischen Baumit, Admira Wacker und Rapid. Nach der Pause erhöht Rapid das Tempo und Admira Wacker erhöht die Härte. Es gibt gelbe Karten, sozusagen am Fließband. Hier eine für Ernst Ogris nach diesem Foul an Kübauer. Insgesamt 7 gelbe Karten. In der Glatzmeier. Achtner. Achtner wird von Schöttl bewacht und kommt deshalb nicht so zur Geltung. Gut abgewehrt wieder von Konsel bei diesem Schuss von Glatzmeier. Wird er etwas verletzt von Achtner. Aber Konsel kann weiterspielen. Einwurf von Buser, er ist für Steiger gekommen. Rodax, Buser, Fjordoft. Und das ist das 1:0 für Rapid in der 71. Spielminute. Torschütze Jan-Auge Fjordoft. Verdient, weil Rapid nach der Pause mehr Druck gemacht hat. Schön weitergeleitet von Buser für Jan-Auge Fjordoft. Gott sei Dank, er hat die Schuhgröße 11, sagte nachher Fjordoft über dieses Assist von Buser. Einstzumal also für Rapid in der 71. Spielminute. Endlich ein Tor gefallen in dieser Begegnung. Dann wieder Küber. Bringt den Ball noch irgendwie zur Mitte, abgewehrt von Müller und es gibt Eck. Eckball durch Kübauer. Und das 2:0 für Rapid und der Torschütze Robert Petzl hat sich da in diesen Eckball hineingehechtet und hat das 2:0 erzielt in der 73. Spielminute. Noch einmal. Großer Einsatz von Petzl. Und gezirkelter Eckball von Kübauer. 2:0 also für Rapid in der 73. Spielminute. Die Rapid-Fans sind aus dem Häuschen und Rapid spielt jetzt etwas gelöster, spielt kontrollierter, das war wieder Fjordoft. Admira Wacker steckt nicht auf, das ist Ogris gegen Petzl und ein arges Foul von Ernst Ogris. Wir sehen es noch einmal. Tritt da gegen Petzl und wird von Schiedsrichter Sedlacek nicht einmal verwarnt. Er hat schon die gelbe Karte gehabt. Das
Starek ist natürlich empört über dieses Foul. Dann Marschall, Glatzmeier, Ogris, Marschall. Und das ist der Anschlusstreffer in der 86. Minute, erzielt von Marschall. Marschall bringt Admira noch einmal heran. Aber Rapid gewinnt dieses Match mit 2:1. So, und das Spiel 2 auf ihrem Totoschein heißt also Admira Wacker gegen Rapid, Torwette 1:2 und Tipp 2. So, und ich habe jetzt die beiden Trainer hier, Gustl Starek von Rapid und Sigi Held von Admira Wacker. Beginnen wir zunächst einmal mit dem Sieger. Gustl Starek, ist Ihnen da bei diesem ersten Tor ein Stein vom Herzen gefallen? Ja, auf jeden Fall, denn bis dahin stand das Spiel auf Messerschneide. Und es war wirklich eine Frage, wer das erste Tor schießt, der wird wahrscheinlich das Spiel gewinnen. Und Gott sei Dank ist es uns geglückt. Sehen Sie das ähnlich, Sigi Held? Ja, ich sehe es eigentlich genauso. Das Spiel wogte hin und her. Rapid hatte Chancen, wir hatten Chancen. Rapid hat die Chancen genutzt und wir nicht. Auffallend war aber vielleicht, dass Ihre Mannschaft sehr stark begonnen hat und in der zweiten Hälfte aber dann nicht mehr so gut in Schwung war. Ja, wir haben uns auf unnötige Zweikämpfe im Mittelfeld eingelassen, unnötig, Ball nicht laufen lassen, Ballverluste haben daraus resultiert und so hat Rapid da ein Übergewicht bekommen. Es gab einige sehr harte Szenen, es wurde hart gespielt und es gab eine Szene, die besonders bedenklich war. Wir haben es vorher in dem Bericht gesehen, diese Attacke von Ernst Ogris an Petzl. Da sind Sie ganz erregt zur Seitenlinie gegangen, Herr Starek. Naja, weniger erregt, sondern ich musste meine Spieler ermahnen, denn der Spielstand war 2:0 und es wurde etwas hektisch. Und ich habe sie dahingehend ermahnt, dass es 2:0 steht, es ist passiert, der Schiedsrichter hat es nicht gesehen und wir sollen uns jetzt konzentrieren, womöglich auf ein drittes Tor. Die Tabellensituation für Rapid hat sich ja auf alle Fälle verbessert, ohne dass wir die anderen Ergebnisse vorwegnehmen. Rapid ist dran, wie sehen Sie denn jetzt die Chancen im Frühjahr? Ja, die Chancen waren eben vor diesem Spiel so, dass diese zwei Punkte, die wir hinten waren, dass wir versuchen, so schnell wie möglich die aufzuholen und entscheidend ist, wer eben nach der letzten Runde vorne ist. Und es ist erst ein Spiel, aber es schaut ganz gut aus. Sigi Held, wie haben Sie denn das Niveau dieses Spiels gesehen? Es ist ja sicherlich nicht leicht für die Spieler, gleich zu Beginn der Saison in Hochform zu sein. Ja, das ist richtig. Wir haben jetzt eine Pause von über 3 Monaten gehabt. Wettspielpause und das hat man schon gemerkt. Ich finde, dafür war es ein ganz ansprechendes Spiel. So, dann danke vielmals an die beiden Trainer. Das war also das erste Spiel, das wir Ihnen gezeigt haben aus dem Wiener Stadion, aus dem Ernst-Happel-Stadion, das erste Spiel der Doppelveranstaltung. Und wir übersiedeln jetzt nach Innsbruck.